Dieses Video wurde gesponsert von Kerlian oder Kerl oder Voltrisolde oder Bina. Hallo und herzlich willkommen bei Ben and Ed. Das ist ein Jump'n'Run Parkour-Spiel, was ich bei einem anderen YouTuber gesehen habe, um genau zu sein, bei Shin von der Yoxcast. Und das hatte mir sehr gut gefallen. Er hatte sich ein bisschen angestellt, aber es sah mir aus wie ein cooler, anspruchsvoller Jump'n'Run-Runner. Ja, weil man eigentlich versucht, so schnell wie möglich zu sein. Aber jetzt nicht sowas Ultraschweres, sondern nur, okay, du musst jetzt ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht ein bisschen aufpassen und dann klappt es schon. Und ich habe dieses Spiel gesponsert bekommen von Kerlian. Vielen Dank dafür. Und zwar während eines Livestreams. Das ist unglaublich. Und jeder war sehr gespannt, wie ich mit diesem Spiel umgehe. Weil sie wohl auch Videos gesehen haben und der Meinung sind, ich werde mich hier kaputt ragen, sozusagen. Weil ich nicht gut genug bin für das Spiel. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Und ich habe auch ein wenig geraged, aber nicht, weil ich nicht gut genug bin, sondern weil das Spiel nicht gut genug ist. Das heißt, ich habe kein direktes Problem mit dem Spiel an sich und dass es schwer ist, sondern eher damit, wie es seinen hohen Schwierigkeitsgrad erreicht. Und das ist einfach keine Spielmechanik, sondern ein Designfehler. Bevor wir aber starten, ich werde euch die ersten 3 Level sind das, glaube ich, zeigen, das dauert nicht allzu lange, werden wir mal einen Blick in das Optionsmenü werfen. Und das gibt, normalerweise zeige ich ja sowas nicht, aber vielleicht mache ich das in Zukunft immer. Es gibt ein paar Sachen, die mich hier stören. Warum geht alles bis auf Epic, aber Shadows gehen nur bis auf High? Warum geht nicht alles bis auf Epic? Das wäre durchaus logischer, ne? Und dann, wo ist meine 4K-Auflösung? Ich kann nur bis 1080p gehen. Es gibt doch kein 2560x1440. Wo ist das? Und nach welchem Schema sind diese Auflösungen sortiert? Okay, jetzt sehe ich es. Nach 16 zu 9, 4 zu 3 und dann 16 zu 10. Und dann scheint absteigend. Das heißt, 1080p ist tatsächlich das Größte, was ich auswählen kann. Es gibt kein 1440p und es gibt kein 4K. Frage ich mich, warum? Denn es ist nicht sonderlich anspruchsvoll für den PC. Allerdings scheint das Anti-Aliasing ziemlich gut zu funktionieren. Ich sehe nämlich keine Pixel. Also, naja gut, eine höhere Auflösung und weniger Anti-Aliasing ist immer besser. Aber es funktioniert vernünftig. Es ist kein billiges FXAA. So, belassen wir es erstmal dabei. Und was, ein neues Spiel? Ich muss aber kein neues Spiel laden. Ich hab doch gespeichert. Na gut, ich kann Select Episodes machen. Und hier sehen wir eine Einführung, dann gibt es 2 Level und dann gibt es nochmal eine Einführung. Und das hier ist der Endboss, ein Clown. Und den habe ich nicht geschafft, aus Gründen, die wir jetzt gleich erfahren werden. Aber ich gehe jetzt erstmal in das Tutorial. Das wird alles nicht so lange dauern, jetzt wo ich weiß, wie es funktioniert. Ist eigentlich ein sehr morbides Spiel und es macht durchaus Spaß. Bis zu diesem Designfehler. So, wir sind jetzt Backstage, wir sind ein Zombie. Jawohl, richtig gesehen. Wir sind ein Zombie und wir rennen jetzt hier lang und schließen das Tutorial ab. Okay, mit Shift können wir langsamer laufen. Standard ist, dass er rennt. Normal springen, alles nichts Besonderes. Da können wir durch. Und diese Stapel mit Hundefutter, da müssen wir durchrennen. Das sind irgendwie die Bonuspunkte in jedem Level. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Natürlich kann man sich auch ducken. Das sind Sachen, die habe ich bis jetzt in den Leveln noch nie gebraucht. Also man konnte bis jetzt überall drüber springen. Das hier finde ich sehr cool. Man kann sich den Kopf abreißen und ihn dann irgendwo durchschmeißen. Und das wird später tatsächlich gebraucht. Man hat die Kontrolle über den Kopf, kann ihn wieder ranmachen und es nochmal versuchen. Das ist in den Leveln dann nicht mehr so einfach, weil man da meistens nur einen Versuch hat und dann muss man wieder zum Checkpoint zurück. Aber hier hat man jetzt natürlich so viele Versuche, wie man braucht, um da durchzukommen. Obwohl ich solch kleine Löcher in den fertigen Leveln auch noch nicht gesehen habe. So. Mit dem Kopf öffnen wir die Tür und dann können wir wieder zurück zu unserem Körper gehen. Eigentlich alles sehr cool und sehr absurd und sehr morbide und sehr lustig. So, interagieren mit E und das war's auch schon für das erste Tutorial. Und hier ist der Checkpoint und an dem wird geguckt, wie vollständig der eigene Körper ist und ob Gliedmaßen fehlen. Und wenn er vollständig ist, gibt es Bonuspunkte. Da sehen wir, er ist vollständig und wir bekommen einen goldenen Zombie, weil wir noch alle Körperteile tragen. Und wenn wir nicht weiterkommen, einfach zurücksetzen. Gut, und jetzt ist das Tutorial beendet und wir können das erste Level starten. Yay, yeah, you made it! Großartig. Ich habe immer noch nur eine von 4 Dosenhaufen gefunden.
Ich meine, nicht mal im Tutorial finde ich alle, aber gut, was soll's. Diese Dosenhaufen muss man kaputt schmeißen, um die Level freizuschalten. Man sieht ja hier, da brauche ich 40 und ich habe erst 33. Gut, gehen wir mal in das erste Level. Let the show begin. Da habe ich 15 von 15, aber hier fehlt mir ein goldener Zombie. Na gut, mal sehen, wie ich mich diesmal schlagen werde. Ich muss sagen, die Musik ist cool. Sie ist eintönig, aber sie ist cool. Es ist wenigstens kein Techno. Es lässt sich wenigstens noch eine Art richtiges Schlagzeug erkennen. So, wir laufen jetzt hier mal rum. Und ihr seht schon, so wie es sich am besten steuern lässt, W gedrückt halten und dann einfach die Maus bewegen. Das funktioniert am besten. Und hier sind überall Klingen und da muss man drüber springen. Ist alles nicht schlimm, wenn man mal ein Bein verliert, ist eigentlich auch nicht dramatisch. Wir können auch einfach zurücksetzen, wenn wir mal mehr verlieren. Ist alles nicht schlimm. Was wir eben gesehen haben, ist aber, dass wir, nachdem wir zurückgesetzt wurden, sofort losgelaufen sind. Und das bedeutet, dass wir in einem perfekten Rhythmus sind. Ihr seht, ich brauche hier eigentlich gar nicht anzuhalten, weil ich immer in einem perfekten Rhythmus bin. Jetzt nicht, weil ich hier nicht zurückgesetzt habe, aber jetzt bin ich im perfekten Rhythmus drin. Normalerweise. Das zeigt sich deutlicher, wenn wir weiterkommen. Aber ihr seht hier, das ist eigentlich nicht schwer. So, jetzt haben wir hier auch den letzten goldenen Zombie, das heißt, das Level ist perfekt abgeschlossen. Da sollte man sich möglichst nicht umhauen lassen von dem Zeugs hier, vielleicht mal ein Kühlchen warten. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky hier. Aber es ist nichts, was jetzt unmachbar wäre. Okay, machen wir nochmal. Einfach nur zur Seite springen. Und von einer Plattform zur nächsten hüpfen. So, warten wir mal einfach, bis die wieder zurückgeschwungen sind. So, und jetzt muss ich da rüber. Und jetzt kann ich hier rüber. Und die wechseln sich sowieso ab. Achso, da brauche ich gar nicht rüber. Auch gut. Das war aber leider kein Checkpoint. Okay, dann müssen wir das halt nochmal versuchen. Kein Problem. Das ist jetzt alles noch nicht sonderlich frustig. Das war jetzt einfach nur, okay, ich bin zu schnell gewesen. Ich hatte nicht die Geduld, die es braucht, um es zu schaffen. Und hier war ich zu langsam. Das ist alles noch nicht dramatisch. Jedenfalls, um nochmal auf die Steuerung zurückzukommen. Und die Steuerung ist tatsächlich der Designfehler in diesem Spiel. Der Teil des Spiels, der es schwerer macht, als es eigentlich sein sollte. Wenn man normal läuft, ist die beste Methode, W gedrückt halten und mit der Maus steuern, wo man lang gehen möchte. So wie in Minecraft von mir aus oder so wie in jedem First-Person-Shooter. Und jetzt seht ihr, wie man perfekt in diesem Rhythmus ist. Ich brauche nicht anzuhalten. Ich bin genau in dem Rhythmus, dass ich durchlaufen kann. Eigentlich ganz einfach. Ja, also man kann hier wunderbar lenken. Es ist sehr präzise. Das Problem kommt aber, wenn man springen muss. Und beim Springen fängt es nämlich an und setzt plötzlich in eine andere Steuerungsmethode um. Wenn ich springe, habe ich durch die Maus kaum noch Kontrolle über meinen Charakter. Wenn ich in der Luft bin, muss ich die Tasten A und D benutzen, um wirklich die Richtung ändern zu können. Das kann ich mit der Maus dann so gut wie gar nicht mehr machen. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich bin die ganze Zeit dabei, schön mit der Maus zu steuern. Das war nicht der richtige Rhythmus. Bin die ganze Zeit dabei, schön mit der Maus zu steuern, wo ich lang gehen möchte. Und dann plötzlich bin ich in der Luft und muss diese Herangehensweise ändern. Und ich frage mich, warum? Warum muss ich diese Herangehensweise ändern? Es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte ich hier wunderbar mit der Maus steuern können und wenn ich in der Luft bin, plötzlich WASD-Tasten benutzen müssen? Das werden wir sehen an kürzeren, an schmaleren Gegenden wie hier. Ich muss springen. Und wenn ich in der Luft bin, muss ich mit den WASD-Tasten meine Richtung ansteuern. Weil ich es mit der Maus so gut wie gar nicht kann. Hoppala. Das sah sehr hübsch aus und ihr seht schon, man kann trotzdem drüber lachen. Auch wenn es einem das Spiel nicht wirklich leicht macht, hier vorzuschreiten. Aber ihr seht, was ich meine. Man läuft auf dem Boden lang und steuert die Kamera mit der Maus. Und dann bist du plötzlich in der Luft nach einem Sprung und musst die Kamera mit WASD steuern. Und diese Umstellung ist so schwer. Sobald du wieder auf dem Boden bist, musst du wieder mit der Maus steuern, weil du ansonsten einen riesigen Sidestep machst und dann total aus dem Rhythmus rauskommst. Und das macht das Spiel schwerer, als es ist. Warum kann ich denn die Richtung meines Charakters in der Luft nicht auch mit der Maus steuern? Warum muss ich das in der Luft mit WASD machen? Es macht grundsätzlich keinen Sinn. Und das ist das, was mich über Run Dead tierisch aufregt. Es macht einfach keinen Sinn, diese Steuerung. Du musst ständig von einem Steuerungsschema zum anderen umdenken. Und das, während du versuchst, schnell zu sein und nicht zu sterben. So, hier kommen Kugeln, auf der anderen Seite kommt dann nochmal eine Kugel.
So, ich spring mal lieber vorher ab, damit ich nicht von ihr eingeholt werde. So. Und da habe ich jetzt Glück gehabt, aber auch bei dem Sprung. Ich musste wieder mit WASD steuern. Und diesmal bin ich sogar vollständig. Kann ich durchaus stolz drauf sein. Also ich werde besser. Aber es funktioniert trotzdem wie Arsch. Ich weiß nicht, ob es mit Gamepad besser ist. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil es wie in einem First-Person-Shooter eigentlich so präzise Steuerung verlangt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mit einem Gamepad genauso gut bin. Auch wenn ich hier nicht gut genug bin. Hoffentlich versteht ihr, wie ich das meine. Es könnte ein viel besseres Spiel sein und es hat auf Steam auch nur ungefähr 80% Bewertungspunkte bekommen. Also nicht sonderlich viel. Und es könnte mehr Punkte haben, wenn es bessere Steuerung hätte. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was den Leuten nicht so wirklich auffällt, was mir allerdings aufgefallen ist und womit ich euch jetzt einfach mal erleuchte, weil das ist großer Käse hier. Das darf nicht sein. Ich kann doch nicht ständig meine Steuerungsgewohnheiten verändern. Guck mal, das ist ganz einfach. Man kommt locker durch. Oh, da ist eine Kiste, die hin und her schwingt. Da kommt man ja wohl vorbei. Das nächste Problem bei diesem Spiel ist ein bisschen die Einschätzung der Tiefe. Man hat wirklich Probleme, einschätzen zu können, wo die Plattform aufhört und wo die nächste anfängt. Nee, nicht unbedingt, wo sie aufhört, aber wo die nächste anfängt. Was ist das denn hier? Man hat auch Probleme zu erkennen, wo die Klingen sind. Also man muss immer wieder auf gut Glück springen, weil man kaum Anzeichen dafür hat, wo die Klingen anfangen und aufhören. Oder wie weit ist zum Beispiel diese Plattform da weg? Man kann es sehr schlecht einschätzen. Man kann auch sehr schlecht einschätzen, wie hoch die Kiste schwingt. Schwingt die kurz über dem Boden? Schwingt die 2 Meter über dem Boden? Ich kann es nicht sagen. Das einzige Spiel oder die einzige Spielserie, von der ich es auch kenne, dass man Sprünge und Entfernungen sehr schlecht einschätzen kann, sind die Lego-Spiele. Und das haben sie heute gebessert und das ist nicht mehr so dramatisch. Ich meine, dramatisch war es in dem ersten Lego Indiana Jones. Da war es richtig dramatisch, da konnte man die Tiefe überhaupt nicht einschätzen. Auch bei Batman war das sehr schwer. In den heutigen Lego-Spielen ist es nicht mehr so schlimm. Da haben sie solche Sprungpassagen auch größtenteils ausgelassen oder haben das vielleicht mit dem Kamerawinkel angepasst. Aber hier bei Ben und Ed, wo es so wichtig ist, die Entfernung abzuschätzen, kann man es auch nur sehr schwer tun. Und das ist auch... Ich weiß nicht, woran es liegt. Es sind einfach manche Spiele, bei denen kann man das schlecht einschätzen. Und Ben und Ed ist eines von diesen Spielen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ich weiß auch nicht, was man ändern könnte an dem Spiel, damit es nicht mehr so ist. Ich kann es wirklich nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist so und es ist scheiße. Es tut mir jetzt leider leid, aber das Spiel kann einfach das, was am wichtigsten ist, nämlich das Rennen, das Springen, das Schnellreagieren und das präzise Landen. Das kann es einfach nicht vernünftig durchführen. Und das ist einfach das Problem mit dem Spiel. Ihr habt eben gesehen, in dem zweiten Level bin ich tierisch gut durchgekommen. Das waren nur 3 Minuten. Ich habe vorher, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht. Also ich bin auf jeden Fall deutlich besser geworden. Aber auch nur, weil ich mich daran gewöhnt habe, an dieses Steuerungskonzept. Und das Steuerungskonzept ist nicht gut. Wir gehen jetzt mal in das nächste Tutorial. Da werden nochmal ein paar neue Bewegungsmethoden angegeben. Die sind eigentlich sehr cool, aber also danach kommt dann tatsächlich nur noch der Endboss und der hat mir das Spiel dann etwas vergällt. So, hier können wir durchpreschen. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache. Damit werden wir ein bisschen schneller, damit können wir ausweichen, damit können wir außerdem Barrikaden zerstören. Das ist eine sehr coole Mechanik. Das finde ich auch gut. Wir lassen uns einfach die Beine abschneiden und schon sind wir kleiner für einen Durchgang. Das ist durchaus eine sehr clevere Sache. Ich sehe schon, wo sich das Spiel hinbewegt. Es ist sehr intelligent und durch diese Sachen kann man hier echt clevere Level gestalten. Und hier muss ich jetzt noch irgendwo den Kopf durchwerfen, da oben. Können wir auch machen, auch wenn wir keine Beine haben, das schadet gar nicht. Das ist mein nächstes Problem hier. Es wäre ganz schön, wenn mir angezeigt werden würde, wie der Kopf fliegt. So wie mir jetzt zum Beispiel in Tomb Raider angezeigt wird, in Rise of the Tomb Raider, wo meine Granate hinfliegt. Sowas wäre ganz nett. Ist hier halt jetzt nicht so, das macht das Spiel schwerer. Aber das ist halt auch wieder eine Sache, die wird ausgelassen zu Kosten des Komforts des Spielers. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Schwierigkeit ansehen kann oder einfach nur als Bullshit. Ich bin mir nicht so sicher. Yay, you made it!
Und ich habe wieder nur 4 von 7 Dosenhaufen. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen dummen Dosenhaufen sind. Habe ich auch gar keine Lust, danach zu suchen. Wir gehen jetzt mal kurz in den Clown rein. Und da wird das Problem mit der Steuerung nochmal ein bisschen deutlicher, weil ich es auch noch nicht geschafft habe. Das Problem mit der Steuerung wurde eigentlich am deutlichsten in der Stelle, die ich problemlos geschafft habe, nämlich in dem Level 3 oder praktisch in dem Level 2 mit diesem schmalen Gehweg, der wie Serpentinen sich geformt hat, also Schlangenlehnen und dann bergab und dann überall mit diesen Klingen. Das ist tierisch schwer. Lasst euch davon nicht täuschen, dass ich da so gut durchgekommen bin. Ich bin selber überrascht. Wir gehen jetzt mal in diesen Clown-End-Boss. Würde mich sehr freuen, wenn Glenwan gerade zuguckt. Wenn Glenwan nicht zuguckt, dann schickt ihm doch bitte dieses Video mit dem Zeitcode, wo der Clown-Endboss anfängt. Oder genau zu diesem Bild hier. Schickt ihm diesen Zeitcode des Videos, wenn er nicht zuguckt. Und dann wollen wir mal sehen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den Clown jetzt schaffen werde. Aber ich bin immer noch nur ein Kopf. Everybody loves Clowns. Ja, nein, nicht wirklich. Er ist gruselig und sein dummes Lachen ist ziemlich nervig. Wir müssen ihn 3-mal treffen. Ich habe es bis jetzt nur ein einziges Mal geschafft. Und es gibt ja kein Game Over. Es gibt nur mein eigenes Durchhaltevermögen und mein Kopf, der dann irgendwann sagt, so, jetzt habe ich die Fresse voll, jetzt spiele ich nicht weiter. Und genau das werden wir hier jetzt gleich wieder sehen. Der schlägt ja auf den Boden, scheinbar völlig willkürlich und er trifft mich viel zu oft. Er schlägt willkürlich auf den Boden oder vielleicht zufällig und diese Schläge auf den Boden sind meiner Meinung nach viel zu mächtig. Aber gut, wir sind hier jetzt hochgekommen, hier kommt er erstmal nicht an mich ran. Wenn ich jetzt hochgehe, da fängt er schon an mit seiner Hand, da muss man halt drüber laufen. So, da muss man auch aufpassen, dass er gerade in der richtigen Stellung ist, damit die Hand nicht von hinten kommt, weil dann habe ich echt Probleme, dann sehe ich sie nämlich nicht kommen. Es kann also durchaus auch passieren, dass sich der Clown bei euch andersrum dreht. So, wenn ich jetzt wieder eine Station hochgehe, dann wird er die Hand höher nehmen. Und jetzt das Problem, jetzt kommt sie von hinten. Und außerdem ist da ein kleines Loch in dem Boden. Und das ist nicht schwer, das ist Bullshit. Wenn man solche kleinen Löcher, solche winzigen Spalten in den Boden setzt, die man beim Sprung effektiv nicht sieht, und die sind genau in dem Abstand, dass man standardmäßig mit einem normal langen Sprung immer genau da reinspringt, dann hat das langsam mit Schwierigkeit nichts mehr zu tun, sondern einfach mit Verarsche. Das ist dann wirklich nicht mehr schwer, das ist Bullshit. Ah ja, und dass, wenn ich die Hand berühre, auch wenn es oben war, es mich total zerfetzt und ich keine Kontrolle mehr habe über meinen Körper. Es ist meiner Meinung nach einfach im groben Sinne oder im kompletten Sinne einfach nur noch übertrieben. Das ist dann auch die Art von Schwierigkeit, die keinen Spaß mehr macht. Und das eben auch. In keinem anderen Spiel wäre ich runtergelaufen. Auch wieder ein Problem mit der Steuerung. Ich kann nicht sagen, wo das Problem liegt. Ich weiß nur, in anderen Spielen wäre mir das niemals passiert. Also irgendwas ist hier komisch. Und ich kann manchmal nicht genau sagen, was. Jetzt kommt die Hand wieder von vorne, das ist natürlich ganz gut. Kann man auch wieder ganz schlecht abschätzen, ob sie jetzt nah dran ist, ob sie hoch ist, ob sie niedrig ist, ob sie weit weg ist. Man kann es ultra schlecht einschätzen. Dieser Schlitz da, der ist einfach nur der größte Bullshit aller Zeiten. Jetzt kommt sie von hinten, das macht es nicht wirklich einfacher. So, dann müssen wir durchpreschen, das ist alles relativ einfach. Und jetzt kommt er nochmal. Ich glaube, das habe ich auch einmal geschafft. So, und da müssen wir wieder durchpreschen. Alles ultra knapp und boah, das ist auch wieder so scheiße. Man hat, wenn man springt und dann lenkt, kaum Kontrolle über den Charakter. Das heißt, man muss lenken und dann springen. Und das macht es tierisch schwer, überhaupt zu kontrollieren, wo man landet. Weil man dadurch viel zu empfindlich springt. Oder viel zu weit meistens. Meistens springt man über sein eigentliches Ziel drüber. Und das ist ja nicht wirklich Sinn der Sache. So, wir gehen jetzt hier wieder hoch und müssen diesmal noch höher kommen als vorher. Das, was ihr jetzt gesehen habt, habe ich schon ein einziges Mal geschafft. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob es jetzt weitergeht. So, jetzt bewegt sich die Hand schneller. Okay. Natürlich, so ein Bosskampf muss schwerer werden. Aber ich finde das hier ein bisschen lächerlich. Es ist simpel, aber nicht leicht. Und wie gesagt, das sind gerade hier diese Sprünge. Das, was das Spiel eigentlich am besten können müsste. Guck mal, man springt genau rein, so oft. Es passiert einfach völlig von alleine. Das hat meiner Meinung nach auch langsam mit dem persönlichen Versagen nichts mehr zu tun. Das ist einfach genau der Designfehler. Wir lassen jetzt mal die Tester ein paar Probesprünge machen. Und nach unseren Tests wissen wir, ein Sprung
aus dem Lauf raus, also so wie man ihn ständig durchführt, ist ungefähr so lang. Zwischen dieser und dieser Weite. Und jetzt setzen wir genau da ein Loch in den Boden. Das ist einfach unfair. Das Spiel zwingt mich praktisch, genau diesen Sprung zu nehmen und dann verarscht es mich, indem ich in dieses Loch reinfalle. Also ich werde es jetzt noch einmal versuchen und dann lasse ich das wieder. Ich denke mal, ihr habt verstanden, was ich damit meine mit diesem Spiel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es hat eigentlich mit meinem Skill nicht sonderlich viel zu tun. Es ist nach meiner Ansicht einfach nicht gut gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht fehlen Schattierungen. Ich meine, wo ist Bens Schatten? Oder Eds Schatten, was weiß ich, wie der heißt. Ich weiß nicht, wer ist. Wo ist sein Schatten? Er hat effektiv keinen Schatten. Und das ist ein Problem, Mann. Die verdammte Hand hat keine Schattierung. Woher soll ich wissen, wo sie sich im Raum befindet, wenn nichts einen Schatten hat? Ich glaube, das ist das größte Problem von allen. Die Sachen sind zu wenig beleuchtet und zu wenig schattiert. Vielleicht bräuchte man hier ein bisschen Ambient Occlusion. HBAO Plus. Ach, könnt ihr mal sehen, wunderbar, ich bin die falsche Richtung hochgegangen. Von hier aus geht's nicht weiter. Da habe ich es ein zweites Mal geschafft und es ist total witzlos gewesen. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Probieren wir mal. So, komm her. Ja. Da springe ich jetzt einfach mal rüber, auch wenn ich gar nicht hätte springen müssen. Das sieht man nämlich auch nicht, wie weit dein Gegenstand weg ist. Wo er sich befindet, wie weit er weg ist, wie schnell er auf mich zukommt. Lauter solche schönen Sachen, die man eigentlich wissen muss. Sachen, die ich sogar in Minecraft einschätzen kann, aber hier nicht, aus irgendeinem absurden Grund. Ich weiß nicht warum. Und die Plattformen werden immer kleiner. Ich weiß nicht. Es sind Sachen, die würde ich in anderen Spielen einfach als Anhebung des Schwierigkeitsgrads ansehen, aber hier sehe ich es als Bullshit an. So, was war das denn jetzt? Okay, wisst ihr was? Das... Normalerweise werde ich dann wirklich gereizt und sagen mir, okay, das kann ja jetzt nicht so schwer sein, aber dieses Spiel gibt mir das einfach nicht. Es hat keine Motivation. Es ist einfach nur, dieses Spiel ist ein Arschloch. Und das weiß es ganz genau. Und es nutzt diese Eigenheit aus, um mich fertig zu machen. Und deshalb sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.